So, in dem Video zeige ich euch PS4 Remote Play über mein Tab, also Windows 10. Als erstes braucht ihr müsst ihr das App, also die Datei runterladen, das Programm. Ich habe das schon gemacht. Dann starten wir das Programm. Jetzt wird Verbindung mit der PS4 hergestellt. Also ich brauche wahrscheinlich nicht die Zugangsdaten eingeben, weil ich habe sie schon vorhin eingegeben. Controller habe ich über USB angeschlossen. Hier seht ihr das. Und hinter mir habe ich einen großen Monitor. Jetzt versuche ich mal ein Spiel zu starten. Ne? Ja. Man braucht halt eine schnelle Internetverbindung. Also mit seinem 3G-Modem oder irgend sowas wird es wahrscheinlich nicht laufen. Man hat eine Internetverbindung übers Kabel. Ja, das Spiel habe ich erst vorhin installiert, deshalb dauert es glaube ich ein bisschen länger. Ah ja, und das Ganze mache ich mit meinem Lenovo Tab 2. Aber jetzt war kurz in der Ecke, links hat man gesehen, dass er die Verbindung irgendwie verliert. Und dieses Symbol da. Anscheinend ist die Verbindung weg. Ja, aber im Moment habe ich hinten am Monitor dasselbe wie hier. Aber irgendwie dauert mir das zu lange. Gibt sicher was. Was gleich starten wird. Ja, hin und wieder mal. Schauen wir mal, wie es mit FIFA 14 ausschaut. Welcome to La Liga. They don't come any bigger than this in world football. It's El Clasico. Was macht er da? Wir spielen. It's Barcelona. Ach, ja, Mann. Martin Tyler and Alan Smith. Das war ja nicht so. Along with Alan Smith to describe the action for you. Super, this mouth-watering fixture.
Barcelona against Real Madrid. Alan, you don't need him with a chance. Really well hit. And the keeper did well to get down to it. Well, this is the day of destiny, Alan, isn't it? The title is there for them. Win the game. With the silverware. That's all you can ask for, isn't it? I mean, what more motivation do you need?